yo Set, du bist nicht nett, sondern fett, Motherfucker. Nein, das war nur Spaß, jetzt kommt ein Brett, Motherfucker. Ich beende das persönlich, so wie Selbstmörder. Ey, du triffst nicht mal den Tag, nein, du bist auf Beach im Fremdkörper. Ihr wollt alle zusehen und der Pisser kriegt ne Show. Ich gewinne jedoch schon durch Delivery und... Vom Tod schützt sich keine triviale Winselei. Es ist vorbei für dich, vorbei für dich. Weil ich von Zed und Delta wieder mal komplett auf die Schnauze krieg. Schöne Grüße meinerseits. Das erste Achtelfinale Styles gegen Zed ist draußen und wurde fertig bewertet. Das Battle bewerteten Java Player, Zukunft und Neverstein. Viel Spaß mit der Analyse. So, Analyse Zed gegen Styles. Machen wir es kurz und knapp, weil das Battle ist meiner Meinung nach ein bisschen Enttäuschung gewesen. Kommen wir zu den Videos. Das geht an Zed. Ziemlich gutes Video und Props für die Mütze. Die habe ich auch und die ist super. Styles hingegen hatte ein scheiß Video. Limetten schneiden. Super. Super, sehr, sehr toll. Kommen wir zu Audio. Und zwar zum Flow. Dafür gebe ich ein 1:0 an Styles. Styles flowt da sehr schön und routiniert seinen Text runter. Und die Hook ist auch ziemlich gut geworden. Zed hingegen kriegt es nicht ganz so hin. Ist besser als davor, aber ist auch ein bisschen ausbaufähig. Besonders gegen Styles ist auch ziemlich hart. Musikalität vergebe ich ein 1:1. Das kommt hauptsächlich wegen der Hook von Dead, die hat den Musikalitätspunkt so einhändig gewonnen für Zed. Und Styles wegen seiner Hook und seiner Rap-Leistung hat auch den Punkt verdient. Qualität geht 1:0 an Styles, da hat er es ein bisschen cleaner aufgenommen und natürlich auch cleaner eingerappt. Macht er insgesamt ein 3:1 in der Kategorie Audio. Kommen wir zum Text. Und da muss ich schon vorab sagen, ich bin nicht wirklich begeistert. Tut es mir schwer, überhaupt irgendwie Punkte zu verteilen, aber was soll's. Technik vergebe ich eigentlich ein 0:0. Aber Robin möchte, dass ich ein 1:1 verteile, also gebe ich ein 1:1. So, ich finde die Einstiegsreimkette von Styles übrigens extrem beschissen. Bro, nein, bitte nicht. Mach vielleicht was anderes. Zed hingegen hat aber auch nicht so krass gute Reime. Der hat da ziemlich viele Standardreime und so. Kommen wir zu den Punchlines. Styles hat zwei gute Lines. Das mit dem Fallobst und das mit dem Limettengelee war nicht schlecht. Und sonst halt eigentlich sehr viel generisches Zeug, so von wegen, ja, ich bin besser als du. Ja, das wissen wir doch alle. Das merkt man doch. Bei Einstieg, scheiße. Du bist nicht nett, sondern fett, Motherfucker. Nicht bei Spaß, jetzt kommt ein Brett, Motherfucker. Nee, bitte nicht. Wenn du so einsteigst, dann hat man sofort keinen Bock auf die Runde. Diese Fremdkörperline, die kommt mir auch unfassbar bekannt vor. Hat sogar Julian gesagt gegen Diverse, so, der wirkt wie ein Fremdkörper auf dem Beat. Ist eine witzige Aussage, weil leider ist sie schon uralt und ich gewinne durch Delivery und Flow. Mag wohl sein, aber es ist kein guter Punch und der Rest ist auch sehr, ich aus dem Off. Ich kann das Wort Gegenteiltag nicht aussprechen. Reportet mich dafür bitte. Sehr beschissen. Die miesrappen.de Line auch peinlich, sein Vater. Sowas finde ich peinlich, wenn man solche Sachen rappt. Dieses, ja, du brauchst einen Wackness-Kompensierer, du brauchst miesrappen.de, so, wenn man sich so beschissene Sachen ausdenkt. Sorry, nee. Zed hingegen hat auch ziemlich wenig zu geben. Er hat eine gute Forsaken K6 Destiny Line. Die war in Ordnung. Ab und zu mal versucht er was, aber auch oft einfach ein bisschen beschissen so. Trifft halt nicht wirklich. Und ein paar Mal tut er sich auch irgendwie selbst dissen. So, du representest Essen und ich represent 8 Mal. Bruder, hast dich mal angeschaut? Junge, wiegst ja mehr als ich. Also ich glaube nicht, dass er Essen representet, besonders weil Styles, soweit ich weiß, eigentlich ziemlich schlank ist. So. Oder auch, dass du mehr Leute als Corona auf die Intensivstation gebracht, das eigentlich Props geben, so. Das ist nicht wirklich. Die einzige Line, die ich wirklich witzig fand, war diese Maverick-Feature-Line. Die fand ich in Ordnung. Aber insgesamt halt auch ziemlich schwache Leistung, nicht sonderlich gut. Ich würde liebend gerne ein 0:0 vergeben. Wirklich liebend gern. Also mache ich das auch. Nochmal ich aus dem Off, ich meine hier ein 1:1 bei Technik, ich habe davon 1:0 gesagt. Verzeiht mir bitte, es ist ungefähr 1.47 Uhr in der Nacht und ich habe keinen Bock, das jetzt aufzunehmen. Robin, bitte, bezahl mich.
und Punchlines 0 zu 0. Delivery, Styles hat schon echt, echt gut delivered. So, da bringt es seinen mittelmäßigen Text eigentlich zumindest ziemlich okay rüber. Z hingegen wirkt nicht so überzeugend. Also Delivery geht an Styles und Mühe hingegen geht eindeutig an Z. Allein für das Video ist wahrscheinlich so mit das einer der besten, die wir hatten. So, das muss man schon sagen. Und extra Punkt vergebe ich keinen aus textdefizitlichen Gründen. Also soundtechnisch ist die Runde von Styles ziemlich gut und videotechnisch ist die von Z ziemlich gut. Also da haben sie schon ein bisschen höhere Standards gesetzt. Aber der Text war so scheiße. Ich möchte da keinen, ich möchte es nicht belohnen. Also von mir gibt es ein läppisches 5 zu 4 an Styles. Es für einen Turnierfavoriten nicht sonderlich gute Leistung. Aber natürlich ist es sehr hingeschissen und ja. Sosenhosen, wir bewerten Set gegen Styles. Schönes Battle, eines der schönsten im RBB, finde ich, weil mein Gegner nicht eingereicht hat, lol. Videopunkt kriegt Set. Styles hat kein Video eingereicht, beziehungsweise nur so ein Loop, wo Limetten geschnitten werden. Ist zwar lustig, aber ist jetzt auch nicht wirklich ein Wahnsinnsvideo. Set hingegen hat sich tatsächlich ein fettes Video geholt, und zwar hat er irgendwie in so einer Aula oder in Schulaula, keine Ahnung was, gedreht. Schöne Kameraqualität, der Schnitt ist ein bisschen langweilig, das liegt aber daran, dass der Nachbearbeiter anscheinend nicht so viel Zeit hatte, und das Color Grading ist auch ein bisschen nicht vorhanden. ja, genau. Videopunkt für Set. Delivery bekommt Styles den Punkt. Ich glaube, da muss man nicht so drüber sprechen. Styles ist einfach, was den Stimmeinsatz angeht und was so das Rüberbringen von Punchlines angeht, einfach einer der besten, die ich persönlich kenne. Also mir fallen auf Anhieb nur so eine Handvoll Rapper ein, die genauso delivern können wie Styles. Qualität auch Styles. Styles hat einfach das bessere Mikro und auch die bessere Mische. Auch wenn Set natürlich eine wunderbare Mische hat, die ich gemacht habe. Und nein, ich habe es nicht verkackt, sondern ich habe es eigentlich noch gerettet. Die Aufnahmen waren echt scheiße. Shoutout an Set. Musikalität kriegt Set ebenfalls, so wie den Videopunkt, weil ich die Hook von Dead extrem gefeiert habe. Ich weiß nicht, ob man Features bewerten darf. Mir hat es niemand verboten, weswegen ich das einfach mal tue. Styles hat zwar eine schöne Delivery, aber es ist jetzt nicht die Musik, die man sich so jeden Tag gibt. So eine Dead Hook hat da schon mehr Musikalität. Technik gebe ich ebenfalls Set, wobei das der Punkt ist, wo ich mir am meisten unsicher bin. Set hat gute Reime, Styles hat gute Reime. Bei Set ist alles noch immer ein bisschen ausbaufähig und bei Styles wirkt es halt sehr routiniert. Trotzdem habe ich jetzt Set den Punkt gegeben, weil dort längere und schönere Reime waren, meines Erachtens nach. Die Punchlines, da habe ich ein 2 zu 1 für Styles gegeben. Styles hat hier sehr schöne und gut pointierte Punchlines. Bei Set ist das Ganze noch eher so under construction und er muss das auf jeden Fall noch ausbauen, das Formulieren von Punchlines. Jedoch waren auch in seinem Text relativ gute Lines, weswegen ich hier ein 2 zu 1 gegeben habe und kein 2 zu 0. Den Extrapunkt kriegen beide. Set einerseits, weil er sich echt Mühe gegeben hat. Der Typ hat einfach für sein Video die Schulleitung angeschrieben und hat da in der Aula gedreht mit Drehgenehmigung und allem. Also das ist schon echt krass. Und Styles hat einfach echt witzige Lines, also allein diese Einstiegsline, Set, du bist nicht nett, sondern fat motherfucker, habe ich übel gefeiert. Und das wird Set wahrscheinlich auch noch mindestens 4 Jahre verfolgen. Mühe habe ich Set gegeben. Wie eben schon gesagt, er hat einfach seine Schulleitung dafür kontaktiert, dass er da drehen darf. Das ist schon ein starkes Stück Selbstbewusstsein. Also Props auf jeden Fall dafür. Und in meiner Sicht gewinnt Set mit einem 6 zu 5. Es hätte aber auch anders bewertet werden können. Nibberstein out. Tschüss. Yo, Leute, hier ist Akron. Also heute bewerte ich das erste Achtelfinale im RBB Styles gegen Set. Ist, wie ich finde, ein solider Auftakt zum Achtel geworden. Also gucken wir mal rein, ja? Also bei den Videos brauche ich nicht wirklich viel erzählen. Also Styles hat wirklich nur ein Video, wo auf einer Arbeitsplatte in der Küche halt Limetten zerschnitten werden.
brauche ich wirklich nicht viel zu erzählen. Set dafür hat aber ein viel besseres Video, das ist gut performt, die Qualität ist Bombe, es gibt genügend Szenenwechsel, alles in allem ein sehr gutes Video und meiner Meinung nach sogar das Beste im Turnier bis jetzt. Delivery, also laut der Delivery kriegt Styles definitiv den Punkt, das ist halt einfach viel on pointer gerappt, die Zeilen kommen halt viel brachialer rüber. Set hat sich zwar dem hingegen gesteigert, aber gegen den Styles reicht es nicht, der kommt halt richtig schön von oben herab, so bam, 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 ja. Okay, zum Audiopunkt, also erstmal das Offensichtliche, Styles hat halt viel mehr Erfahrung, er rappt eindeutig besser. Set hat sich ja halt wie gewohnt gesteigert, er trifft den Takt meistens, das finde ich gut. Ja, ich finde auch gut, dass er Bilder verwendet hat und frei gesprochen hat, aber nee, ich schweife ab. Also, was mich an Set halt am meisten stört, ist halt sein Stimmeinsatz, der klingt noch ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, energielos, ja. Zudem ist die Mische von Nipperstein auch nicht so gut, also ja, kann besser gehen. Die Audio von Styles ist halt auch nicht perfekt, aber halt so gesehen kommt es halt einfach so gut, dass es halt Set komplett überschattet. Aber Set hatte halt eine sehr schöne Hook von Dead, auch wenn die nicht gut gemischt ist, die hört sich halt super von ihm an. Ja, also ich hoffe, es ist verständlich, wenn ich sage, dass es ein 3:1 an Styles wird. Jo, Technik, also zu Sets Runde. Also da sind viele Reime dabei, die halt mehrsilbig sind. Mal mehr und mal weniger sauber. Ja, also es ist mir in dem Punkt gerade egal, wie die im Kontext zueinander stehen. Auch wenn da einige Reime echt nach Zweckreim schreien. Wie zum Beispiel illegale Wilderei auf triviale Winselei. Das sagt man doch nicht. Das sagt man doch nicht so. Das sagt man, sowas rappt man einfach nur für den Reim. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Als positive Beispiele möchte ich erwähnen, waren schwarzen Block auf Damenware Shops. Weggefickt auf Maverick. Schachzug auf Abflug. Oh, sorry, ich meinte genialer Schachzug auf genitalen Abflug. Also ja, alles in allem ist die reine Reimtechnik von Set sehr solide. Gucken wir mal, was bei Styles so ist. Ja, bei Styles ist das nicht viel anders. Also da sind schon einige nice Reime dabei, wie Selbstmörder auf Fremdkörper, Stilos Notnutter auf Videopunkte, dann Gegenfallkrass auf Gegenteiltag. Und nicht zuletzt auch MeetRappen.de auf Limettengelee. Also ja, also es ist bei einigen Sachen vielleicht minimal zweckig, dass halt einige Sachen nur für den Reim gebracht wurden, wie zum Beispiel MeetRappen.de. Also wer erwähnt einfach so eine Website? Wer erfindet einfach so eine Website, meine ich? Also ja, ich denke zusammenfassend gebe ich ein 1:1. Da sind beide auf einem ähnlichen Level. Set hat halt sein Textniveau über zwei Parts relativ gut halten können und Styles hatte halt Reime, die sauberer waren und besser im Kontext zueinander stehen. Okay, jetzt zu den Punchlines. Ich fange mal bei Styles an, er hat die kürzere Runde. Also die erste Line, die mir da irgendwie positiv auffällt, ist die Line, wo er sagt, dass er allein schon durch Delivery und Flow gewinnt. Das ist halt eine Line, die weniger wegen der Aussage puncht, sondern eher wegen der Tatsache, weil Styles rappt halt besser und das ist halt eine treffende Aussage. Deswegen ist es halt eine Line, die ich als okay werten würde. Ja, dann bringt er noch eine Line, wo er einen Love-Song bringen könnte und battletechnisch besser wäre. Das ist, finde ich, auch ziemlich treffend, weil ZFG ist nicht wirklich dafür bekannt, gute Texte zu haben. Ja, und die restlichen Lines, die ich gut finde, sind halt die Limetten-Gelee-Line, ist für mich so die beste Line der Runde. Und dann noch die Fallobst-Line. Sind halt ein paar nette Namensbars zum Abschluss des Parts. Kann ich nicht mit meckern. Ja, also Set legt halt direkt mit einem Kracher los. Also er sagt, Digga, dein Text mit nur einem Wort zusammengefasst, Zweckreim. Also an sich wäre das ja korrekt, Styles mehr oder weniger mit Zweckreim zu fronten. Aber wenn man sich den restlichen Text so anguckt, das ist disst eher Z selbst als Styles. Also ja, what the fuck. Du repräsentest Essen und ich repräsente 8 Mile. Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Soll ich lachen? Soll ich weinen? Irgendwas dazwischen? Beides? Ja, also... Dennoch gibt es halt so zwei Lichtblicke im Text. Einmal die Maui-Moana-Line, die ist okay. Dann noch die Töne wie die Möwen-Line, die ich halt sehr witzig finde, rein von der Formulierung her. Die Hook hat nichts sonderlich Punchendes. Ja, im zweiten Part sind da ähnlich wenige Lichtblicke. Also die Spielstraßenline ist halt ein lustiger Representer, aber das frontet halt null. Die Damenware-Line, Digga, warum, du schreibst Damenware mit 2a. Fick dich! Ja, wir müssen professionell bleiben, es tut mir leid, Seth, natürlich habe ich dich sehr lieb, aber deine Texte sind halt scheiße. Es ist nun mal so. Ja. Und Rest ist halt sehr generic, also dann irgendwas mit Dieter Bohlen, dann irgendwas dann mit seinen Genitalien einen Abflug macht, so, what the fuck. Ja, ich gebe ein 1-0 an Styles. Ja, also Extrapunkt. Ich vergebe keinen Extrapunkt, dafür haben beide Runden mich ziemlich wenig beeindruckt. Also, naja, was heißt nicht beeindruckt? Eher ist die Begründung, dass ich halt jedem schon die Punkte gegeben habe, die er verdient. Und es hat keiner von beiden jetzt eine Leistung erbracht, die jetzt noch einen zusätzlichen Punkt verdient hätte. Der Mühepunkt geht aber ganz klar ans Set. Der hat sich da gut Mühe gemacht, halt Video, gerade beim Video. Er hat halt mehr Parts gemacht als Styles. Und ja, halt overall sich gesteigert, ne? Also Mühepunkt hat Set safe. Somit ist mein Endergebnis ein 6-4 an Styles. Ist ein bisschen knapper, als ich es beim ersten Eindruck erwartet hätte. Aber ja, jedenfalls bedanke ich mich bei Set für die Runde. Ich hoffe, du steigerst dich immer weiter. Und ja, ich hoffe, du konntest valide Kritik daraus mitnehmen. Ja, abgesehen beim Textteil, dafür entschuldige ich mich, wie gesagt, nochmal. Aber ja, ich hoffe, es sind alle insgesamt mit der Bewertung zufrieden. Somit haben wir ein Endergebnis von 16-14 an Styles. Da Z aber zu spät eingereicht hat, kriegt er 3 Punkte Abzug. Und damit steht es letzten Endes bei einem Endergebnis von 16-11 für Styles und er ist im Viertelfinale. Herzlichen Glückwunsch! Um 20 Uhr kommt dann das nächste Achtelfinale, Binnig gegen Bamboo. Viel Glück an beide Seiten und viel Spaß mit dem Battle.